Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch im Zimmer des Erzkanzlers, in der wir in der letzten Folge die Aufgabe bekommen haben, Federwinkels Buch über Drachenhorte zu holen. Das werden wir auch gleich tun. Wir wollen uns natürlich vorher einmal kurz im Zimmer des Erzkanzlers umschauen. Da haben wir zum einen den Schreibtisch des Erzkanzlers. Ah! Auf einem solchen Schreibtisch kann man wichtige Fragen gut hin und her schieben. Wir haben den Erzkanzler natürlich selbst. Gilt hier als Oberhaupt und Anführer und so. Nun, für mich gäbe es nur einen Grund, ihm in die Schlacht zu folgen. Neugier. Ja, worauf die Neugier dann begründet, ist natürlich eine interessante Frage, die wir wahrscheinlich nie beantwortet kriegen. Und ja, der Erzkanzler hat natürlich auch ganz, ganz schicke Vorhänge. Oh, wie hübsch es funkelt. Und natürlich sein Regal mit lauter Pokalen, die hat er wahrscheinlich durchs Fragen hin und her schieben bekommen. Goldene Dings da. Offenbar lohnt es sich, der Erzkanzler zu sein. So, jetzt haben wir hier nichts mehr, was wir uns angucken können. Mitnehmen können wir hier leider gar nichts. Deswegen gehen wir einmal raus und werden uns das Buch holen. Das bekommen wir natürlich hier unten in der Bibliothek, wo wir dann natürlich auch gleich reingehen. So, und da, los, rein, gut. Und da sind wir schon. Es sieht ein wenig unorganisiert aus, aber ich schätze, dass jemand hier definitiv einen Plan hat, wo was liegt. Wir haben auch... Ich finde das Buch gerade sehr geil. Ein angekettetes Buch. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich ein ziemlich aggressiv geschriebener Roman oder so. Schauen wir uns doch gleich mal an. Ja, ein bisschen bissig. Nun, ich schlage vor, wir übertreiben es nicht mit der Neugier, oder? Mit der Neugier nicht übertreiben? Wolltest du gerade nicht noch in die Schlacht ziehen vor Neugier? Ein bisschen sprunghaft ein Element. Oh, ich sehe gerade, wir können noch etwas über uns selbst herausfinden. Das haben wir noch gar nicht probiert. Bitte starr mich nicht so an, sonst werde ich rot. Auch ein wenig schüchtern. Naja, dann lassen wir es erstmal. Wir haben hier noch Bücher, die scheinen auf Eis gelegt zu sein. Wo geht wohl ein bisschen heiß her in den Büchern? Was das wohl sein mag? Sexmagie. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Das Buch der 32 unaussprechlichen Akte. Mit einem Anhang, in dem einige aussprechbare geschildert werden. Und weiteren 6, die alle Beteiligten am liebsten vergessen. Kein Wunder, dass es auf Eis liegt. So, was haben wir hier noch? Wir haben ja noch einen schönen Schreibtisch wieder und ein Bibliothekar. Mensch, ein schwieriges Wort heute für mich. Gehen wir doch einmal mal rüber. Kommen wir hier weiter. Oh, so, nee, nicht darunter. Da. Mich würde es interessieren, ob wir gleich noch weiterkommen, aber wir schauen erstmal den Schreibtisch an. Ist sicher sehr nützlich. Ausgestattet mit allen Dingen, die man als Tier so braucht. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Da ist wohl ein kleines Wort gefallen, was dem nicht so gefiel. Ich kann mir schon denken, welches es war. Was hast du denn zu ihm zu sagen? Nun, wenn man genau hinsieht, scheint es sich um einen subtropischen, überwiegend in Bäumen lebenden Affen zu handeln. Ein magischer Unfall in der Bibliothek hat den Bibliothekar in einen Orang-Utan verwandelt. Seitdem hat er allen Versuchen widerstanden, ihn wieder in seine menschliche Form zurückzuverwandeln. Er liebt seine langen Arme und das Recht, sich in der Öffentlichkeit zu kratzen. So, jetzt habe ich gerade gesehen, ich werde wahrscheinlich die Untertitellänge nochmal bearbeiten müssen. Das ist ein bisschen viel zu lang. Und wir haben jetzt unseren kleinen Erklärer gesehen, der gewisse Dinge im Spiel nochmal zusätzlich erklärt. Der Tourist ist
den Leuten, die den Film Color of Magic gesehen haben, natürlich auch ein Begriff. Dieser denn im Film Winslet auch die Truhe geschenkt hat. Das Einzige, was mir ein bisschen an dem Film damals immer ein bisschen gestört hat, was ich mit dem Spiel nicht vereinbaren konnte, ist, dass Winslet im Film ziemlich alt war und hier im Spiel doch relativ jung erscheint. Das passt nicht ganz. Bevor wir mit dem jetzt sprechen, gucken wir jetzt erstmal, ob wir hier vielleicht weiterkommen. Ich möchte mir die Bibliothek natürlich noch etwas genauer angucken. Oh, wir haben hier noch ein Buch, Bücherregale. Da schauen wir uns das Buch doch einmal an. Das illustrierte Buch der Levitation. Ja, genau. Darin geht's um Levitation. Können wir das mitnehmen? Das funktioniert nicht. War mir klar. Schade, so ein schwebendes Buch wäre bestimmt praktisch gewesen. Was sind das hier für Bücherregale? Meine Güte, ja. Da drin leben kleine Broschüren. Dann versucht dort jemand zu fangen. Das funktioniert nicht. Mist. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Ja. Ein schäbiger Bursche. Gucken wir uns den nochmal genauer an. Tja, ich schätze, wir sollten seine windabgewandte Seite meiden. Und außer Reichweite seiner Hände bleiben. Geht's hier hinten noch weiter? Nee. Oh, die Kuppel. Die ist mir ja noch nie aufgefallen. Nun ja, keine besonders erlesene Kuppel, aber immerhin. Nicht schlecht, wenn man solche Dinge mag. Okay. Wie gesagt, also die Kuppel ist für mich jetzt eigentlich relativ neu. Also noch nie gesehen, aber... Naja, man entdeckt immer mal wieder was Neues, würde ich mal sagen. Wir unterhalten uns mal mit den schäbigen Burschen. Psst, hey, du da. Wer, ich? Hast du jemals dran gedacht, wie schön es wäre, Land auf der Halbinsel Frammenwanger zu besitzen? Ist sie nicht überschwemmt? Genau darin besteht einer ihrer Vorzüge, Freund. Stell's dir vor, ein gemütlicher Ferienort. Das Meer garantiert der dominierende Faktor des Panoramas. Jetzt haben wir unser Gesprächsmenü hier einmal zu Gesicht bekommen, beziehungsweise ist jetzt aufgerufen worden. Wir haben hier die verschiedenen Symbole, mit denen wir gewisse Aspekte des Gesprächs starten. Wir haben zum einen eine normale Gesprächs-, also es ist ein normales Gespräch, beziehungsweise Äußerung. Wir können eine sarkastische Äußerung machen, eine direkte Frage stellen, einen zornigen bzw. wütenden Ausspruch starten oder uns verabschieden. Ich werde hier immer von links nach rechts durchgehen. Bei Gesprächen mit Leuten, die relevant für den Spielverlauf sind, bzw. gewisse Dinge, von denen wir die benötigen, können wir sie dann auch mit einem Zusatzsymbol direkt darauf ansprechen. Das werden wir gleich noch erleben, aber wir starten erstmal ein normales Gespräch. Himmel, ja! Ein so gutes Angebot muss ich unbedingt nutzen. Im Ernst? Nein, es war ein Scherz. Ich wollte nur möglichst freundlich sein, um das Gespräch aufzulockern. Aber das ist gemein, jawohl. Du wächst Hoffnung in mir, um sie gleich darauf wieder zu zerstören. Es ist ein sehr anstrengender Job, das Schwindeln und Betrügen. Nun, vielleicht brauchst du Urlaub. Ja, aber wo soll ich ihn verbringen? In den gewöhnlichen Ferienorten findet man heutzutage gar keine Ruhe mehr. Ich habe gehört, dass es auf der Halbinsel Frammenwanger sehr ruhig sein soll. So, wollen wir mal ein bisschen sarkastisch werden hier, ne? Warum stimmen deine Lippenbewegungen nicht mit den Worten überein? Wegen des L-Raums. Die Bibliothek ist ein Knotenpunkt des L-Raums. Zwischen ihren Regalen erstrecken sich alle Epochen von Vergangenheit und Zukunft. Um ganz ehrlich zu sein, mir wird dadurch ein wenig schwindelig. Okay, jetzt der L-Raum. Das wird uns, soweit ich das recht in Erinnerung habe, später nochmal genauer erklärt. Was hast du unter dem Mantel?
Sanduhren. Möchtest du eine Sanduhr kaufen? Wo kommen die alle her? Fielen von einem Eselkarren herunter, teuerster. Okay, wieso kann ich ihm das jetzt nicht glauben? Ein bisschen erinnert er mich gerade so an Schlomo von... hieß der Schlomo? Von der Sesamstraße, der die Buchstaben verkauft hat. Offenbar bist du außergewöhnlich dumm. Wenigstens trage ich kein Kleid. Okay, das war jetzt recht kurz. Wir verabschieden uns mal wieder. Na schön, mach dich nicht zu rar. Bis dann. Der hat ja nicht unbedingt so interessante Sachen mehr für uns hier. So, komm rüber hier. Wir wollen uns ja auch mal um das Buch kümmern. Und der Bibliothekar wird da schon der richtige Ansprechpartner für uns sein. Dann waren wir aber erstmal freundlich. Hallo. Oh, jetzt seht ihr nämlich hier, was ich meine. Wir haben einmal das Buch und das L-Raum-Symbol, wo wir darüber nachfragen können. Aber wir gehen natürlich erstmal freundlich Hallo sagen. Hallo? Potzblitz! Bist du etwa der Bibliothekar? Oh, ich verstehe. Damit wäre das Ablagesystem erklärt. Nun, ich weiß nicht, ob du die richtige Adresse für mich bist. Es ist schwer zu erklären. Ja. Das ist ja wundervoll. Ich wusste gar nicht, dass ich Affisch sprechen kann. Hast du die Nummer des... Ja, gut. Den Spruch kannten wir ja schon. Das Gespräch war auch sehr informativ, musste ich mal eben feststellen. Da werden wir gleich nochmal eine sarkastische Antwort hinterherhängen. Hallo? Was dagegen, wenn ich ein bisschen in der Bibliothek herumstöbere? Soll tierisch groß sein. Hast du die Nummer... Und wieder der Eselkarren. So, wollen wir mal direkt eine Frage stellen? Ich weiß immer nicht genau, was für eine Frage dabei rauskommt. Darf ich mir ein Buch ausleihen? Wie bitte? Verstehe. Ich brauche etwas, um ein Buch zu nehmen. Zahnpasta? Finger? Handschuhe? Etwas in der Hand? Zahnarzt? Mundgeruch? Mundwasser? Ja genau, du möchtest Mundwasser. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Oh, ein Leserausweis. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was passiert, wenn ich versuche, mir ohne Ausweis ein Buch zu nehmen? Ja, jetzt hör mal zu, du Affe. Leider habe ich keinen Leserausweis. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Puh, zum Glück habe ich nicht Tier gesagt. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? So, ihr merkt schon, während der Gespräche bleibe ich erstmal einfach ruhig. Ich möchte, dass ihr diese Gespräche natürlich im vollen Umfang genießen könnt. Es ist einfach teilweise genial, was hierbei rauskommt. Ach ja, einfach wunderschön. Naja, wir werden mal ein bisschen sauer hier, ne? Würde ich mal sagen. Hey, wem gehört das Tier? Jo, das war dann noch ganz kurz. Hast du den... Bevor wir ihn jetzt mal nach dem Buch fragen, denke ich erstmal, hören wir uns die Erläuterung zum L-Raum an. Hallo, du alte Molluske. Was kannst du mir über den L-Raum erzählen?
Ja, ich verstehe. Ja. Aha. Tja. Ja, verstehe. Du meinst also, der L-Raum gibt nur Bibliothekaren die Möglichkeit zur Zeitreise. Und die ganze Sache ist so kompliziert, dass sie nicht mit Gesten und Grunzlauten erklärt werden kann. Aha, dachte ich mir. Wenn ich in den L-Raum wechseln müsste, um in die Vergangenheit zu reisen, könntest du mir dabei helfen? L-Raum ist die Verwirrung im Kontinuum, die durch eine große Ansammlung von Büchern verursacht wurde. Stell dir nur einmal einige dieser alten Secondhand-Buchläden vor, die so aussehen, als hätte sie Escher auf einem schlechten Trip angelegt. Sie haben mehr Stufen und Absätze als Stockwerke. Und die verschiedenen Regalreihen, gefüllt mit Büchern, enden in kleinen Türen, durch die ein Mensch niemals durchpassen würde. Diese Verwirrung hat ungefähr denselben Effekt auf das Zeitkontinuum. Okay, das ist jetzt ein wenig schwer verdaulich gewesen. Da bleibt mir gerade mal kurz die Sprache weg. Aber was Dumme ist jetzt natürlich, dass wir jetzt ihn wieder ansprechen müssen, um das Menü mal wieder zu haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt quatschen wir ihn erstmal natürlich direkt auf das Buch an. Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Verstehe. Ja, ich denke schon. In der Tat. Gibt es hier sonst noch jemanden, mit dem ich sprechen kann? Du weißt schon, jemand, der kein Tier ist. Hast du die Nummer des... Nein, ich kehre später zurück und hole mir ein Buch. Ja, ich habe aufgegibbon. Nein, nicht aufgegibbon. Ich meine, Mensch, hier könnte man zum Tier werden. Oh, verdammt! Hast du den... Ja, jetzt hatte ich gerade eben schon gedacht, beim ersten Eselkrachen wäre schon vorbei. Wir sehen, wir kommen so nicht an das Buch ran, aber wir natürlich uns erstmal verabschieden. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Und ihr merkt jetzt schon natürlich, dass das Spiel eigentlich absolut abgedreht ist. Das Schöne ist natürlich auch, das Spiel bleibt einfach abgedreht. Es lässt nicht nach und wird von eigentlich immer besser. Es ist genial. So, aber wir haben ja natürlich in der Truhe unsere Banane. Und da der Bibliothekar ein Affe geworden ist, wird er wahrscheinlich damit eine ganze Menge anfangen können. Und ich hoffe, dass wir ihn damit bestechen können, wenn wir schon nicht die Truhe mit einem leeren Geldbeutel bestechen können. Bitte entschuldige, werter Herr, könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Ja, da würde ich mal sagen, vielen Dank, lieber Affe.
Wir legen das Buch erstmal hier rein und schauen es uns natürlich sofort an. Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Entdeckt Drachen aus sicherer Entfernung. Bei Misserfolg Geld zurück. Scheint ja eine recht sinnvolle Garantie zu sein. So, mit dem Buch bewegen wir uns natürlich direkt zum Erzkanzler und holen uns wahrscheinlich unsere nächste Laufaufgabe ab. Dann nur das Buch zu holen kann ja nicht alles sein. So, da lang. Einmal wieder rein hier. In das funkelnde Pokalzimmer. Und das Buch. So. Bitteschön. Ausgezeichnet. Braver Junge Bremswind. Rinswind, Herr. Aha. Jetzt haben wir die Formel für Recoglimentos nie versagenden Drachenhortfinder. Damit können wir das Biest finden und es wie ein Gnu fangen. Wie eine Ratte, meinst du? Ja, vielleicht. Das wäre sicher einfacher. Hast einen guten Sinn für die Realität. Das mag ich bei einem Zauberer. Geh jetzt und hol die benötigten Dinge. Ich werde deine Dienste vor dem Bewilligungsausschuss zur Sprache bringen, wenn es darum geht, über deine Studienbeihilfe fürs nächste Jahr zu entscheiden. Vielleicht kürzen wir sie nur um die Hälfte. Habe ich jemals meinen Wunsch erwähnt, ein Jack zu sein, Herr? Das lässt sich arrangieren, Rinswind. Wende dich an den Bibliothekar. Mach dich jetzt endlich auf den Weg. Wir brauchen einen Stab stürmischer Thermaturgie. Eine Spirale unfehlbarer Induktion. Ein kleines Wesen mit schwachen Nerven. Und einen Behälter aus dem stärksten eisenhaltigen Metall. Oh, das ist alles? Nun, darüber hinaus ist ein Atemhauch des fraglichen Wesens notwendig. Drachenodem. Ja, gibt's dabei irgendwelche Probleme? Nein, überhaupt keine. Nun steh nicht einfach so da. Brich sofort auf! Okay. Das heißt, wir müssen einige Sachen holen. Ich finde den Drachenodem natürlich gerade sehr schön, dass wir natürlich erstmal den Drachen finden müssen, um ein Gerät zu bauen, um den Drachen zu finden. Genial. So, wir schauen uns das Buch einmal nochmal genauer an. Und wir können jetzt jederzeit immer in dem Buch wieder reinschauen, um zu gucken, was wir noch brauchen, was wir schon gefunden haben. Hier haben wir den Stab, den Metallbehälter, die magische Spule, den Drachenodem und ein kleines Geschöpf mit schwachen Nerven wird uns hier schon direkt als Kobold angezeigt. Entschuldigung. Ja, wir kümmern uns darum, aber dann in der nächsten Folge und beenden einmal wieder im Zimmer des Erzkanzlers, wo wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Ich verabschiede mich fürs Erste und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Gehabt euch wohl.